Puh, ist das warm. Ja. Ja, 32 Grad, schon knackig. Und bei uns war es die ganzen letzten Tage schwül. Von daher, ich habe gerade das Gefühl, es kommt auch gerade wieder. Aber die Luft ist heute auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Deswegen habe ich mich in den Garten gewagt, morgens früh, um euch ein Video zu drehen. Also als erstes mal ein Hallo an euch da draußen. Hallo ihr Lieben. Hallo an alle Neuankömmlinge, alle, die so frisch dazugefunden haben. Was euch in diesem Video erwartet, ist auf jeden Fall ein Gartenrundgang, ein ausführlicher. Denn an allen Ecken hat sich was getan. Flo und ich waren fleißig im Garten. Es gab Ernten, es gab Überraschungen, es gab Besuche im Garten und da gibt es noch so ein paar Rückblicke dann. Und im Großen und Ganzen, ja, das wird spannend. Also ich muss mich wahrscheinlich zurückhalten, dass der Gartenrundgang nicht wieder zu lang wird. Aber viel, viel Zeigenswertes dabei und ja, ich hoffe, ihr könnt entspannt, lehnt euch zurück. Darum geht es, ums Genießen, ums Dazulernen. Für sich selber reflektieren, für sich selber die Dinge abwiegen, wie man sie haben möchte, ein bisschen inspirieren lassen. Das ist so das, was ich möchte, mir wünsche mit diesem Kanal, euch da draußen irgendwie der Natur näher zu bringen. Wobei es mir natürlich noch viel lieber wäre, wenn ihr anstatt meine Videos zu gucken, raus in die Natur gehen würdet. Irgendwo, wo Ruhe ist, wenn es möglich ist, Wald, Wiesen, also Felder, mal mit Rad unterwegs. Generell irgendwie mal achtsam die Wege längs gehen und ein bisschen Natur schnuppern und entdecken, denn es gibt so, so viel zu entdecken. Ich habe gefühlt in diesem Jahr nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge gekriegt. Ja, ein ganz anderes Bewusstsein, kann man sagen. Und dieses Jahr sehe ich so viele Dinge um mich herum passieren, was die Tiere angeht. Und auch wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, ja, das ja, sind Sachen, die einem nicht entgehen. Und wisst ihr was? Ich fange mit einer super wichtigen Sache an. Also gleich danach geht es auch weiter. Eine super, super wichtige Sache, die mir am Herzen liegt, ist folgende. Einmal die hier. Und zwar, ich habe es ja schon angekündigt, über einen Community-Post nehme ich in meinen nächsten Gartenrundgang auf. Hier habe ich eine Insektentränke stehen. Super wichtig, holt euch Insektentränken in den Garten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn nicht nur die Insekten brauchen nicht nur na, Pflanzen als Nahrung, wobei wir sie unterstützen können, sondern es ist auch super wichtig, sich Insektentränken in den Garten zu stellen. Die mögen es auch frisches Wasser. Ich habe hier jetzt eine mit Stein. Ich hole euch mal näher ran. So sieht das aus. Ganz verschiedene Steine. Also je nachdem, wie hoch das Wasser ist, dann gibt es immer verschiedene Plattformen, wo sie dann ja, trinken können, sich erholen können. Und ja, hier steht noch schön der Beifuß. Also das Ganze steht auch im Schatten. Wobei dann ab mittags dann von da die Sonne kommt und hier rüber. Und dann sieht es schon wieder anders aus. Also die fülle ich regelmäßig nach. Und das Ganze steht auch auf so einer ja, Steinpyramide. Lebensraum für andere Tiere noch. Holt auch gerne Eidechsen im Garten. Hier jetzt schon massig gesehen. Nee, massig ist nicht richtig. Massig ist nicht gesehen. Aber auf jeden Fall regelmäßig gesehen. Wollen bei der Wahrheit bleiben. So. Und wie gesagt, ihr könnt euch solche Insektentränken machen. Mit einem schmalen Schälchen, einem flachen Schälchen, Steine rein, so wie ich. Steine mit Moos auch super gern gesehen. Holz wäre super, wenn Holz irgendwo drin schwimmen könnte, damit je nachdem, wie hoch der Wasserstand ist, dann ja, die Insekten da landen können und dann trinken können. Den Tipp hatte ich in den Kommentaren. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Also das war mir jetzt noch ein Anliegen. Das war einmal vorwegschieben. Und ich habe euch gesagt, wir gehen ein bisschen durch die Beete. Zunächst erstmal ein bisschen grob. Und dann im Detail, so habe ich es mir jetzt mal einfach vorgenommen, mal gucken, ob es klappt. Hier in dem Beet, das ist das Kiholbeet, ein selbstdüngendes Beet, werde ich euch nochmal einzeln vorstellen, also in einem eigenen Video. Ich habe mir ja vorgenommen, da irgendwie noch was zu machen. Und hier waren ja Flo und ich aktiv. Wer das letzte Video verpasst hat, einmal oben rechts, hier haben wir halt ein paar Sachen gemacht, ein paar Sachen ausgesät. Es gibt schon Ergebnisse, das will ich euch dann gleich im Detail nochmal zeigen. Aber ich schnapp mir euch mal und werde dann einmal überall rumtingeln im Groben und danach gehen wir das halt dann nochmal ein bisschen feiner an. Wird auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß machen, da bin ich mir sicher. Und auch wenn ich hier jetzt gerade in der Hitze ein bisschen zergehe, ziehe ich das durch. Hätte mich auch ein bisschen leichter noch kleiden können. Und ohne Schuhe, aber wisst ihr was? So ist das besser. Ja, einmal barfuß ist schon mal ein bisschen angenehmer. Die packe ich mal irgendwo an die Seite. Da. Ja, und mit euch geht's jetzt einmal hier los. Und zwar hier an der Stelle, wo Flo und ich bei waren. Da gibt es ja, Kartoffel, das ist so der aktuelle Stand.
erfahrt ihr auch aus dem letzten Video, was da genau los ist. Der Grünkohl sieht super aus. Hier geht es so weiter. Hier habe ich ganz verschiedene Sachen drin. Wie gesagt, Details gibt es dann gleich. Auf jeden Fall Blumen und Gemüse, alles so ein bisschen gemixt. Auch Radieschen kommen, zeige ich euch gleich von nah. Ja, und ansonsten, da hat sich der Mohn dann noch ausgebreitet und ein bisschen Kornblume und ein bisschen hier, ein bisschen da. Und die Tomaten sehen derweil so aus. Und ja, was hat sich grob getan? Ihr könnt das ja wunderbar entdecken. Hier haben wir einmal ein Tomatengerüst gebaut quasi. Mit dem Tomatensystem, was ich jetzt schon so seit Anfang an anwende. Gefällt mir besser als Tomatenhaken oder ja, sonstige Lösungen, weil die sich automatisch nachregulieren. Es geht eigentlich nur einmal oben rum und oder hier mal. Und dann, ja gut, hier hat sich ein bisschen was vertüdelt, das macht nichts. Hatten ja auch richtig doll Wind. Ja, aber ansonsten ziehen die sich lang, das klappt wunderbar. Das ist so der Stand der Dinge mit den Tomaten. Und es hängen auch überall schon welche dran. Ne? Also, da gibt es schon jede Menge Pflanzen, wo was dran hängt. Da auch. Ja, eine Kapuzinerkresse dazwischen. Und dann hatte ich natürlich Besuch im Garten, denn Flo und ich durften öfter feststellen, genauso wie heute, dass auf einmal alle Blätter weg sind. Da, alles weggefuttert. Ne, das passiert im Garten. Oh, jetzt war die Stimme weg. Naja, das lassen wir mal so. Da ist ein Kohlrabi. Also hier snackt noch jemand rum. Und ich gehe davon aus, oder Flo und ich denken, das wird ein Hase sein. Oh, jetzt hänge ich hier unten ein bisschen fest mit meinen Haaren. Die sind ein bisschen höher als sonst. Ja, und dann hier so ein paar Tomaten zweitriebig gezogen. Und ja, das sind so die verschiedenen Fortschritte. Ja, da vorne haben wir eine einrollende Tomate. Das soll ja ein bisschen zu viel Nährstoff sein. Es kann sehr gut sein, dass da zu viel Wolle auf der Ecke ist. Die wird dann auch mal irgendwie... Oh, ist das warm. ja, die wird dann da irgendwie nochmal entfernt. Und dann anderweitig eingesetzt. Ist ein super Langzeitdünger auch, ne? Wenn man den unten in der Erde hat. Vielleicht hat die Tomate da was abgekriegt. Also einrollende Blätter ist immer so ein Anzeichen, dass das sein könnte. Ne? So, hier geht's weiter. Lemon Queen wächst. Da unten haben wir die Herzblattlilie, die noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bei mir gekriegt hat. Nie wirklich Raum gekriegt hat, sich zu entfalten. Ist aber nicht tot, lebt. Und ja, hier die Lemon Queen. Ja, sieht derweil so aus. Da haben wir nochmal schon Weinwell. Hier hatten wir noch irgendwas, was ich nicht mehr weiß, was es ist. So, und hier ist jetzt blütezeitmäßig immer noch was los. Natürlich, klar, das wird auch so schnell nicht aufhören. Aber man kennt auf jeden Fall, dass der Mohn weniger wird. Ne? Wir haben früh morgens jetzt, irgendwo wie 10, halb 11. Boah, bin ich am Ölen. Oh, wie soll das noch werden? Aber ihr könnt ganz wunderbar sehen, dass hier, ja, überall Mohn ist, der durch ist. Na, also, wenn der so weit ist, dann ist es das gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch überhaupt welche sehe, die aufgehen könnten. Ne, sieht schlecht aus. Die andere Variante. Hier. So sieht das aus. So, und Mais, Sonnenblumen, Kürbis, Stangenbohnen, das ist so das Ergebnis mit ein paar Nachtkerzen am Rand, die echt wunderschön sind. Echt, guckt euch das an, ist das schön. Ja, so. Wächst und gedeiht. Stangenbohnen, dass ihr die auch mal gesehen habt. Da unten mit den großen Blättern. Hier vorne, die Nachtkerze ist auch vertrocknet. Warum auch immer, wollte nicht mehr. Dabei habe ich zuletzt drauf geachtet. Hier auch ja, wild ausgesäte Rucola. Die Blüten könnt ihr essen übrigens. Richtig cool, auch mit dem Ding hier unten dran. Packt das in Salat. Das ist richtige Geschmacksbombe. Also richtig schön Lavendel etc. pp. Wie gesagt, ich bleibe erstmal noch beim Groben. Ich hoffe, das ist vielleicht mal eine Variante, wie man es anders machen kann. Ja, so sieht's aus. Richtig schön. So. Da hinten will ich jetzt noch nicht hin, das lasse ich aus. Hier wächst auf jeden Fall schön die Goldrute, die geht langsam in die Blüte. Da hinten haben wir noch ein paar Nachtkerzen, hier vorne am Zaun eine Wicke, das sind so die Highlights auf der Ecke. So, und wenn wir dann nochmal zurückgehen, kann man auch schon gut erkennen, dass sich hier was tut. Hier wird es auch weniger am Mohn. Das sind alles Pflanzen, die durch sind. Das ist zum Beispiel eine, die noch nicht offen war. So könnt ihr das ganz wunderbar erkennen. Aber ich glaube, das kennen die meisten von euch. Aber für alle Gartenanfänger vielleicht jetzt interessant. Wie gesagt, Details kommen dann noch. Erbsen sind bald durch. Die Kartoffeln stehen super da. Also da bin ich gespannt, was bei rumkommt. Ohne Anhäufeln, ohne Düngen.
Ja, ein bisschen Langzeitdünger durch die Schafswolle im Boden. So. Ja. Guck. Also, die Pflanzen legen sich ein bisschen. Das ist übrigens normal, für alle, die das noch nicht kennen. Irgendwann kommt die Zeit, dann wollen sie sich hinlegen. Jo. Oh, guck doch mal, ist das schön. Richtig schön. Insekten habe ich übrigens gerade ein bisschen vertrieben, weil ich am Gießen war. Ist natürlich klar, dass ich sie dann verscheuche. Hier auch noch ein Tomatengerüst, das habe ich zusammen mit dem Flo gebaut. Ja, bei ähnlichem Wetter wie jetzt. Die Tomaten sehen derweil so aus. Der sieht aus, als ob er Spalier steht. Auch ein bisschen eingekringelte Blätter, aber oben sieht es noch super aus. Aber die werde ich dann irgendwann wegknapsen. Brauchen dann auch noch mal wieder hier Tomatenseisystem. Richtig gute Sache, empfehle ich euch. Könnt ihr Bauschutt verarbeiten oder was ihr irgendwie loswerden wollt. Aber bei diesen Steinen ist das super. Die saugen sich auch, wenn es regnet, voll Wasser. Und wenn dann die Freilandtomaten ja, nass sind, dann gleicht das quasi Gewicht aus. Das ist natürlich nicht 1:1, aber das ist auf jeden Fall hilfreich. Ui, das sieht schön aus. Guck mal, da wird was gelb. Nun gut, Greifenstange wird übrigens nach wie vor gerne genutzt, allerdings eher von Vögeln als von Greifvögeln, größere. Dicke Bohnen derweil, hier könnt ihr sehen, richtig schön. Da überall Tomaten, Borage am Rand. Hier haben wir noch ja, so viele verschiedene Pflanzen, das zeige ich dann gleich im Detail. Hier kreuzt ein Hirtentäscher in meinen Weg. Super lecker übrigens, dann auch ein bisschen aufwendig zu ernten. So, Rotkohl, Tomaten, so sieht es derweil hier aus. Hier habe ich ein bisschen freigemacht, das liegt nun alles da. Mohn, der durch war. Aber ich muss ja jetzt irgendwie an die Tomaten ankommen, denn den anderen Weg habe ich versperrt. Da gibt es nämlich noch einen Trieb, der nach links geht. Da war irgendwie noch geplant, den nach dahin quasi mit einer kreativen Idee. Ich spoiler mal ein bisschen, nachher erzähle ich Details. Den dann halt noch irgendwie weiterzuführen. Einfach mal wild durch den Garten. Ich weiß, ich bin die ganze Zeit mit Schatten drauf. Das ist heute mal so. ja, freie Schnauze. Qualität geht ja nicht verloren. Ihr wisst ja, worum es geht in meinem Garten. Hier haben wir Tomaten drin. Ich meine, das waren auch Buschtomaten. Da werde ich nicht ausgeizen. Werde ich so lassen, wie sie sind. Und das müsste hier alles Borage sein. Da muss man mal gucken, wenn die Konkurrenz zu groß wird, wie die hier, vielleicht, dass man die umsetzt oder so. Mal gucken. Ja. Wüsste sogar eine Stelle, denn da wird es dann dünner mit Aussäen. Ja, und da kann ruhig dann wieder was hin. Ja, der Mohn kommt irgendwann raus, so wie auch hier. So, Kiholbeet, da waren wir noch gar nicht, ne? Also Erdbeeren konnten wir hier mal wieder naschen. Da haben wir die wilde Möhre da hinten und so. Ja, und hier ein bisschen Anbau hier, boah, auch dran gefuttert. Da kann man sehen, den Übeltäter hier. Bitteschön, ich leg dir mal was hin. Physalis und Zucchini gehen auch gut. Also da kann ich derzeit auch schon ernten. Richtig schön. Den lieben Sven kennen die einen oder anderen noch aus meinen Videos. Den kennt ihr ja. Und die Zucchini, die hier unten ist und die da, die werde ich ihm heute mitnehmen. Eine gute Sache, da kommen sowieso wieder mehr. So, derweil. So, eine Pflanze zeige ich euch noch. Heute übrigens auch wieder Libelle und so gesehen. Richtig schön, das zu beobachten. Die haben es nachher auch in meinem Garten. Eigentlich schön, weil sie gerne auf solchen Stöckern oben landen. Ne? Das sind super Landeplätze. Wenn ihr sowas im Garten habt, das zieht die Libellen an. Jo, die wilde Karde, die geht richtig ab. So, und jetzt sind wir schon fast durch mit dem groben Gartenrundgang. Könnt ihr mir ja mal erzählen, wie ihr das findet. Ob das eine Variante wäre. Ich muss das auch für mich nachfühlen, ob das für mich eine Variante ist, wie ich filmen möchte. Das sieht man ja nachher auf dem Computer ganz gut. Und ja. Ich mache mal einfach weiter und ihr könnt mal reflektieren und mir da eine Rückmeldung geben nach dem Video oder jetzt oder wie auch immer. Ne? Es gibt ein paar Ungeduldige, die nicht so lange Videos sehen wollen, das ist völlig okay. Andere, die das genauso wollen, wie ich das halt mache. Und ich werde so oder so machen, wie ich das halt mache. Aber so ein bisschen reflektierend und so, wenn ihr mir da Antwort geben könntet, ich würde mich sehr freuen. Dankeschön. So, hier haben wir, ja, hier haben wir die Bananen, die sehen derweil so aus. Die Weide dahinter so, hier soll ja noch was entstehen. Mein Podest, ich werde auch heute gar nicht nach hinten gehen. Das machen wir ein andermal, hier überall Liebstöckel und so weiter. Dann haben wir hier
Ringeblumen machen sich breiter. Wir haben auch ein paar an andere Stelle gebracht, zusammen mit dem Flo. Ja, so ein bisschen auf dem Beikraut jäten und dann ist neuer Platz entstanden und da sollte ausgedünnt werden und so läuft das halt die ganze Zeit. Pflanzen werden verteilt. So, und hier unberührt vom Hasen wahrscheinlich haben wir dann noch Kohlrabis. Das ist dann noch so ein schönes Beet. Und hier vorne Erbsen. Ihr seht ganz viel Beikraut derzeit, aber ja, ihr könnt ja sehen, tut dem Ganzen keinen Abbruch. So, ein bisschen Gartenarbeit in der Nähe. Ist halt mit drin. So, jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen, auch nur weil ich hier berührt werde von dem Liebstöckel. Habe ich gar nicht so auf der Pfanne gehabt. Mensch, bin ich blind. Ja, bin beschäftigt. Hier gibt es auf jeden Fall einen lieben, netten Käfer. Geil, das sind so Sachen, die kommen gleich. So, und Apfelbaum, glaube ich, kann ich noch mal zeigen. Da könnt ihr noch sehen, wie frisch gegossen hier wurde. Dann hier habe ich auch mal wieder ein bisschen Wasser hinkommen lassen. Ja, hier mit der Sunweaver, das läuft noch nicht so richtig gut. Da unten habe ich noch eine. Ich glaube, das lief einfach letztes Mal mit Nährstoffen noch ein bisschen anders. Da kann ich noch ein bisschen aufpäppeln. Jo, hier kann man schon Saatgut gewinnen. Ich weiß nicht, ob man daraus vielleicht Tee machen kann oder Salben oder irgendwas. Hier steckt jede Menge Saatgut drin. Bestimmt was zum Verarbeiten. Oh, ich glaube gar nicht scharf gewesen jetzt gerade. Ja. So, Äpfel wollte ich euch zeigen, aber eine Sache kommt noch. Moment, bei mir ist gerade ein bisschen Dschungel, da muss ich schon hingucken, wo ich hintrete. Also, ich lasse das ja immer so wachsen. Ich habe was ausgesät, dann sehe ich, keine Ahnung, kann nichts entdecken. Wo ist denn jetzt hier das, was ich ausgesät habe? Eigentlich war hier so eine Spur. Da muss man halt mal gucken. Aber wenn ich da hinten gucke, dann ist da doch hier, das sind Zwiebeln. Zwiebeln hatte ich da drin. Wunderbar, okay. Jetzt konnte ich sie entdecken. Dann haben wir hier irgendwas, keine Ahnung. Ach, auch Zwiebeln, 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 Zwiebeln. Können wir wohl gar nicht genug haben. Haben wir da ja auch drin. Ja, das sind so Sachen, ich vergesse dann auch Saaten, aber ja, Zwiebeln kann man nicht genug haben. So, und hier haben wir ja noch Rosettenschigorie. Ich denke mal, das werden die Pflanzen sein. Und Stoppelrübe, Zuckerhut etc. pp. Jo. Und hier kommen auch schon die ersten Sachen, gerade aus dem letzten Video. Ja, ganz viele andere Sachen. So, ich habe gesagt, so läuft das, ein bisschen grob und dann geht es ins Detail. Und ich muss auch mal atmen zwischendurch. Wetter ist unglaublich schön gerade. Ich kann ja mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Ey, das geht gar nicht. Wenn ich mal in Fahrt bin, dann bin ich halt in Fahrt. So. Aber ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Achtsamkeit, Dankbarkeit. Ist schon schön bei mir. Ja, wo ist es am spannendsten? Ich würde sagen, ja, hier vorne möchte ich hin. Guckt mal. Zu den Tomaten als allererstes. Hui, piekst ein bisschen. Also bei den Tomaten haben wir ja unterschiedliche. Hier vorne die Annenhorn und die hängt voll. Also sieht auch sehr gut aus im Freiland bisher. Dann haben wir hier noch die Black Crim, müsste das sein. Und die da hinten ist vielleicht eine Green Zebra. Da hängen auf jeden Fall auch welche, muss ich jetzt nicht näher ran. Hier auch wieder Tomatensystem, das läuft alles. Gestern die letzten angebracht. Auch optisch immer echt ein Highlight im Garten, finde ich. Also mir gefällt das richtig gut im Garten hier das zu haben. Für alle, die sich vielleicht wundern, ich habe eine Parzelle in einem Schrebergartenverein. Das heißt, rechts und links sieht es natürlich anders aus. Ja, aber hier in meinem kleinen Streifen gebe ich alles, was ich so tun kann, um der Natur was zurückzugeben. Und ja, einem selber tut das dann auch wieder gut, wenn man all diese Dinge sieht und erfährt und durchlebt. Und es ist echt wunderschön und ja, irgendwie heute Morgen ganz besonders, finde ich. Und dann seid ihr noch mit dabei. Ein schönes Video. Okay, ich drehe mal um. So, geht's weiter hier. Ja, ich finde, der Rotkohl, der steht wunderbar da. Richtig gut. Guckt euch die Blätter an. Oh, dieser schöne Effekt hier, guck mal. Da kann ich noch näher ran. Moment.
Lars das Spiel kennt. Ja, die Physik. Ach, schön. Und da ist gerade ein Kohlweißling. Tingelt hier rum. Hui, und verschwindet. So, und Rotkohl sieht soweit super aus. Also die hier beiden fallen auf größer als der da. Ich muss auch gucken, wie das nachher wird mit den Tomaten, wie sich das alles so verträgt. Ob vielleicht nachher bei zu viel Regen Braunfäule dann ein Thema werden könnte. Also auf jeden Fall Krankheiten der Tomaten. Da gibt es ja unterschiedliche. Finde ich aber alles nicht schlimm. Nimm so, wie das kommt. Kommt sowieso genug Ernte bei rum. Das ist die Pflanze, die ich komplett weggenommen hatte, wo unten noch ein ganz kleiner Trieb war. Die ist ja vom Wind her umgeknickt von den Stürmen, die wir hatten. Ja, also die holt ein bisschen auf. Ja, und dann haben wir hier auch dann nochmal, ne? Könnt ihr da durchgucken, da unten hängen Tomaten, da hinten, wo das Licht drauf fällt. Sehr schön. So, und Borage, gerade wieder richtig gut Besuch von Tieren. Also wenn man hier überall hinguckt, irgendwo hängt immer was. Fliegt immer was, hier unten auch irgendwo eine. Ach, da ist sie. Ja, so. Kann ich doch einfach mal hier weitergehen, auch wenn hier gerade so ein bisschen ganz viel Quieke ist. Natürlich die Zecken gerne sind. Ja, wenn auch mit Schatten. Hier möchte ich nochmal die dicke Bohne zeigen. Ich merke, das ist ein gewisser Nachteil, wenn man dann am Morgen filmt, dass die Sonne nicht von der Seite kommt. Also sind die dicken Bohnen, sehen richtig gut aus. Also ich habe große Pranken und die können auch. Oh, obwohl, das fühlt sich schon ganz fest an. Ja. So, ich habe gesagt, hier gibt es noch einen weiteren Trieb. Den wollte ich hier rüberführen. Meine Idee, dann rüber zum Korkenzieher Haselnuss. Und dafür hatte ich auch schon so ein nettes Stöckchen hier rausgesucht. Moment. Das hier so. Könnt ihr das erkennen? Also hier irgendwie sowas, ne? So läuft das bei mir immer. Einfach mal irgendwie irgendwas finden, was irgendwo hinpasst. Meistens zeigen die Dinge selber, wo sie hinwollen. So wie auch, bis ich so weit bin, dass es hier einen Platz hat, wo es liegen kann. Also das muss man ja auch irgendwie so. Ja, ist ein Zufall einfach. Oder ja, wie man es deuten möchte. Ja, über Kapuzinerkresse wurden auch schon ordentlich Blüten geerntet. Ihr könnt sehen, dass ja, die Saatgutgewinnung auf jeden Fall voranschreitet, was die lila Radieschen angeht. Freut mich mega, lasse ich auf jeden Fall stehen. Hat aber größtenteils ausgeblüht, was dann nochmal so aussieht. Hier ein bisschen mehr, so ein Propeller. Ach, nee, ein bisschen am Vertrocknen. Ja, dann haben wir hier noch Möhrchen zwischen und Mangold da. Ne? Das sind alles so Sachen, die auch beerntet werden. Möhrchen natürlich jetzt gerade nicht. So, und das ist ja hier vom Rosettenchicorée. Die Blüte, da kommt auch immer viel bei rum. Vor allen Dingen morgens sind sie offen, aber hoffentlich haben sie jetzt gerade vom Gießen nicht so viel abgekriegt. Aber ach, da sind so viele Blüten noch dran, da geht einiges. Ja, ich glaube, bei den Kartoffeln brauche ich gar nicht mehr so viel zeigen. Alles schon mal im Detail gezeigt. So, hier tingeln wir mal weiter. Die Geschichte hier dient mir immer wieder als ja, zum Gewinnen von Minze, ne? Ab ins Wasser oder für Tee. Das sind so die Sachen. Ja, und das hier möchte in Blüte schießen, das wird auch wieder eine schöne Sache. Ach, der Kohlweißling wieder im Bild. So, hier machen wir dann nochmal weiter. So, die Tomaten hier, hängt hier eigentlich schon was dran? Ich habe das gar nicht so gesehen. Nee, da war noch nichts. Braucht alles noch seine Zeit, aber es sieht schon gut aus mit den Blüten. Ja, das wird spannend. So, gut. Beifuß geht auch in die Saat. Auch so Sachen, die ich bei mir dieses Jahr mehr ja, in mein Leben einfließen lasse. Auch ja, auf verschiedenste Weise. Da kann ich euch auch noch mal was zeigen, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Und ja, hier blüht auch noch mal Borage. Borage übrigens an verschiedenen Ecken. Da vorne haben wir den auch noch mal. Ja, das ist so das, was hier ist. Ja, hier habe ich ja gerade schon gezeigt. Kartoffeln. Hier ganz klar eine Anzeige dafür. Ne? Also guckt euch das an, die sind fast gleich reingekommen. So sehen die aus, wo die Wolle drin ist, wo Laub drin ist, wo ich Sonnenblumenreste eingearbeitet habe, etc. pp. Das ist alles da. Und hier habe ich nichts gemacht. Und so sieht man mal den Unterschied. Ne? Eine Pflanze hier war mal so eine Probepflanze, gucken, wie weit die Kartoffeln sind. An anderer Stelle auch bei den, wie heißen sie denn da? Hier, Rote Emmerli, genau.
bei dem Beet da vorne, das habe ich euch erzählt. Ja, wir kommen jetzt hier so langsam rum und können den Teil jetzt auch noch mal abschließen. Ja, also der Mohn richtig prächtig dieses Jahr, bereitet mir so viel Freude. Also immer wieder in verschiedensten Farben und ja, es ist halt so Saatgut, was hier schon in der Erde war. Saatgut hält sich ja sogar Jahrzehnte. Von daher echt kein Wunder, dass irgendwelche Sachen dann einfach auftauchen, weil sie auftauchen wollen. Obwohl der Garten hier vor mir viele Jahre brach lag und sich keiner gekümmert hat und eigentlich alles voll mit der Quecke war, wie hier. Ja, findet sich da so allerhand. Also ich habe hier so viele Pflanzen, die ich nicht ausgesät habe. Auch der Beifuß. Kann man sich richtig freuen drüber. So, gucken wir mal weiter. Wo gehen wir denn mal hin? Dann haben wir hier quasi am Eingang noch ein Beet. Da machen sich so einige Pflanzen breit. Ob sie Sonnenblume hier auf der Ecke ist, da vorne auch. Borage, gut besucht. Übrigens eine wunderschöne Pflanze. Oh. Ja, da höre ich die Bienchen. Ich weiß nicht, ob ich sie aufs Mikro kriege. Das werde ich immer erst zu Hause wissen. Haben wir unten noch Lavendel zwischen. Richtig schön. Vereinzelt nochmal ein Mohn. Ja, und hier Rucola, echt eine ganz spannende Pflanze. Also die Blätter, die schmecken zurzeit richtig gut, scharf und der Geschmack an sich. Also diese späten Rucolas kann ich nur empfehlen. Die Blüten kann ich empfehlen, nachher, wenn sich Saatgut bildet, das sieht dann so aus. Wenn die größer sind, da kann man auch was mit anstellen. Also eine Rundumpflanze, die einfach nur schön ist und dann auch noch irgendwie die Tiere anlockt. Jetzt im Moment nicht, kommt wahrscheinlich vom Gießen, aber normal fliegen hier auf jeden Fall auch verschiedenste Insekten rum. Von Wildbiene, Hummel, wer auch immer da gerade Bock hat zu snacken. So, dann haben wir noch eine Zitronenverbene. Ich habe ja den Tipp gekriegt, schneide die irgendwo ab und dann entstehen neue Triebe. Das wollen wir einfach mal gucken. Da habe ich ein paar weg und ein paar gelassen. Da unten ist auch noch einer, nicht ganz so wichtig. Hier haben wir Wermut. Hat sich auch wild eingefunden.